Die Bundeswehr muss als Institution quer durch den Staat, Gesellschaft und Politik wieder die Wertschätzung erfahren, die ihr gebührt. Ich fange mal an mit dem Zitat eines Buchtitels. Nicht einmal mehr bedingt abwehrbereit, die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine. So lautet der Titel eines Buches des Obersten AD Drechsel und des Spiegelautors Kraus von 2019. Darin wird aufgezeigt, dass die Bundeswehr für die Kernaufgabe, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung, völlig unzureichend aufgestellt ist. Und seit 2019 hat sich daran auch nichts geändert. Die Fakten, ich möchte sie kurz aufzählen, sollten allseits bekannt sein. Zeitweise war kein einziges unserer 6 U-Boote einsatzbereit. Von den Transporthubschraubern reichten reichlich 20% und von den Leopard 2 Panzern waren zwischenzeitlich 105 von 244 einsatzbereit. Noch schlimmer sieht es bei der Einsatzbereitschaft lediglich bei den neu eingekauften Schützenpanzer Puma aus. Beim ADAC musste die Bundeswehr Flugstunden anmieten, damit die Fluglizenzen von Bundeswehrpiloten erhalten werden konnten. Und da nimmt es sich ja schon praktisch als Petitesse aus, wenn unsere Soldaten dienstlich notwendige Bekleidungsstücke aus eigenem Geld bezahlen, anstatt auf oben zu warten. Das, meine sehr geehrten Kollegen, sind Ergebnisse einer jahrzehntelangen Sparpolitik. Eine Sparpolitik, die auf der falschen Annahme beruhte, wir seien jetzt nur noch von Freunden umgeben. Und dem Irrglauben, dass sich die übrige Welt von der heilsam erleuchtenden Strahlkraft der sogenannten westlichen Werte nicht dauerhaft entziehen könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nenne das Überheblichkeit gepaart mit Naivität. Eine Einsatzarmee war die Losung, ein Wolkenkuckucksheim, dessen Preis die Aufgabe der Verteidigungsbereitschaft unseres Landes war. Hier trafen sich die Wunschvorstellungen der Genossen, gleich ob in der linken SPD oder Grünen, zusammen mit denen der CDU. Die Grünen fanden, ich zitiere, Vaterlandsliebe eh zum Kotzen und konnten, wie ihr ehemaliger Vorsitzender äußerte, auch, Zitat, mit Deutschland noch nie etwas anfangen. Die Linken wollten die Bundeswehr ja am liebsten gleich ganz abschaffen und die Union hat sich in Gestalt ihres damaligen Verteidigungsministers Guttenberg dafür feiern lassen, die Wehrpflicht auszusetzen, was faktisch auf deren Abschaffung hinauslief. Und auch die ehemaligen Verteidigungsminister von der Leyen und Kramp-Karrenbauer haben am falschen Kurs nichts, aber auch gar nichts geändert. Und wenn ich dann an die aktuelle Verteidigungsministerin, die Frau Lambrecht, die eigentlich lieber Innenministerin wäre, denke, fällt mir zum Zustand nur noch eins ein, Hauptsache die Flugbereitschaft der Bundeswehr nach Sylt funktioniert. Da bekommt doch der Ausdruck Helikoptereltern eine ganz neue Bedeutung. Wenn jetzt also 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr locker gemacht werden, dann werden damit nur jahrzehntelange Versäumnisse korrigiert. 100 Milliarden Euro sind eine Menge Geld, korrekt. Dadurch soll im besten Fall aber nur das 2%-Ziel der NATO erreicht werden. Ich rufe das mal kurz in Erinnerung. Aktuell wäre das für Deutschland bei etwa 71 Milliarden Euro per anno. Der Etat der Bundeswehr wurde in den Verhandlungen im Bundestag gerade um 7,3% auf 50 Milliarden erhöht, immer noch pro Jahr. Das heißt, aus dem Sondervermögen sollen also zusätzlich jedes Jahr 20 Milliarden Euro Investitionen fließen. Nochmal, damit würden wir nur das erreichen, was von einem NATO-Mitglied zur minimalen Einsatzbereitschaft ohnehin erreicht wird. Und da kommt jetzt noch ein Fakt, der ist sehr unbequem. Die ersten 20 Milliarden müssten wir für Munition ausgeben, weil die Munitionsdepots leer sind. Nachzulesen beim General Zorn. Und wie sagte dazu, das hat jetzt der Kollege Pohle schon zitiert, der Generalleutnant Mais, ja, die Truppe steht mehr oder weniger blank da. Aber blank steht die Truppe nicht nur im Hinblick auf mangelnde Ausrüstung da, denn abgegangen ist ja auch die Verankerung in der Gesellschaft. Wo Universitäten und Hochschulen stolz auf Zivilklauseln sind, also die Bundeswehr praktisch ausschließen, wo Soldaten mit Vergünstigungen im Bahnverkehr gelockt werden müssen, damit sie sich in der Uniform in Öffentlichkeit zeigen, wo eine Linke fordert, die Bundeswehr aus Schulen zu verbannen und wo es lange als wichtigstes Problem galt, Querdenker und
etwaige vermeintliche Rechtsextremisten unter Soldaten aufzuspüren, wo Kasernen umbenannt und die Bundeswehr damit von Traditionslinien getrennt wird oder wo ein Marinechef wegen unbotmäßiger Äußerungen in Indien gefeuert wird. Da braucht es mehr als Geld, meine Damen und Herren. Da braucht es eines grundsätzlichen Wandels. Die Bundeswehr muss als Institution quer durch den Staat, Gesellschaft und Politik wieder die Wertschätzung erfahren, die ihr gebührt. Und da, sehr geehrte Kollegen, wissen wir ja, dass die Linke mit Deutschland und unserer Bundeswehr nichts anfangen weiß. Und wir wissen auch, dass die Linke sehr, sehr gerne das Geld anderer Leute verteilt. Und dazu mehr in der zweiten Runde. Vielen Dank.